Hey Erik, sag mal, kannst du mir mal was zu unserem neuen Helm hier erklären? Also davon abgesehen, dass ich ja so ein bisschen das Inmold-Verfahren kenne, hat der natürlich jetzt ein neues Future, glaube ich. Ja. Also ist ja dieser Manifest von Giro, das ist ja, der soll angeblich der hochwertigste Trailhelm sein, den es zurzeit auf dem Markt gibt. Also das große neue Feature ist quasi diese MIPS-Technologie, also ich sag mal MIPS 2.0. Eine MIPS-Technologie kenne ich ja, aber halt das alte System, ne? Genau, das alte System, ja, warte mal. Es ist ja auch schon ein sehr gutes System, aber der große Vorteil bei dem neuen System ist halt, dass du, genau wie du es gerade schon gezeigt hast, diese zwei Schalen übereinander hast, die unabhängig voneinander sind und die halt so arbeiten. Damit hast du zwei Doppelmulded Helmcover schon eingebacken, die halt eine höhere Verbindungssteifigkeit und eine Gewichtsersparnis haben. Den Trage- und Sitzkomfort halt nicht beeinträchtigen, was halt bei dem alten MIPS-System mit diesem aufgehangenen Netz immer ein bisschen, ich sag mal, wabliger auf dem Kopf vorkommt. Noch ein großer Vorteil beim neuen System ist, wenn ihr mal vorne in die Lüftungsschlitze reinguckt, seht ihr, dass diese MIPS-Technologie, die alte MIPS-Technologie sozusagen, so ein bisschen den Luftstrom behindert, dadurch, dass dieses Netz halt dort drin ist. Und bei dem neuen System natürlich hier eine ganz klare Linie ist, weil du kein Netz mehr drin hast, sondern die Belüftung natürlich ganz normal funktioniert. Ja, generell, also allgemein auch die ganz normalen anderen Sachen, wie zum Beispiel das Fitlock-System mit dem Magnetverschluss, der halt eben extrem einfach funktioniert und du auch dadurch deine Kinnhaut und sowas nicht einklemmst. Die Gurte, die kommen direkt aus dem Helm raus. Dadurch hast du keine Gurte, die sich hier unten mehr verheddern oder verdrehen können auf dem Kopf und haben halt keine Druckstellen, sondern die werden hier direkt in dem Helm eingeklebt. Super. Sozusagen. Das Lock-System hinten wurde auch verbessert. Wohl soll jetzt noch ein bisschen besser anpassbar sein, hat natürlich hier schöne Polsterpads hinten dran, dass es im Hinterkopf nicht drücken kann. Cool. Und antibakterielle Polster. Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Helm, der zudem auch noch wirklich leicht ist für einen Trailhelm. Super. Also ein Trailhelm oder Mountainbike-Helm ist ja im Hinterkopfbereich immer ein Stück weiter runter, weil natürlich das Sturzrisiko im Gelände natürlich ein bisschen höher ist und du hast natürlich einen besseren Rundumschutz am Kopf als bei einem, ich sag mal, bei dem typischen Rennradhelm. Ne? Danke, Erik. Ja. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Kurz und knapp. Geiler Helm. Ist natürlich ein Helm jetzt, der spielt sich in der oberen Preislage ab, aber wie gesagt, ist einer, also der beste Trailhelm wohl am Markt zurzeit. Okay, das war's von uns.